Hausland, Hausland! Yeah, 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 yeah! Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Hausland, das heißt dabei sein, glücklich und frei sein, unsere Pferde rennen. Heute in Horseland. Zoe und Chloe versuchen, die sowieso schon angeknackste Freundschaft zwischen Benny und den drei anderen Mädchen auseinanderzubringen. Ob ihnen das gelingen wird? Er ist wie ein Bruder. Ich habe Angst, ihn zu verlieren. Hast du gesehen, wie kopflos sie ohne Benny sind? Ich gebe auf! Wisst ihr, was ich am meisten an Horseland mag? Na, das Futterschiff. Knapp daneben, Trine. Was meinst du, was ich hier am meisten mag, Angora? Das ist einfach. Mich. Na ja, so in etwa. Wirklich? Angora magst du am meisten von allen? Und wieso sollte er das nicht tun? Nein, nicht nur dich allein, Angora. Ich mag die Freundschaften, die alten und die neuen, die es auf Horseland gibt. Wieso sollte hier jemand neue Freunde haben wollen? Ich meine, ihr beide habt mich und die Kinder haben einander. Wir brauchen wirklich niemand Neues. Tja, Angora, genau das dachten die Mädchen auch, als Jonas hier plötzlich auftauchte. Freut ihr euch auch auf Erik Simons Geburtstagsfest am Wochenende? Ich nicht. Ich habe keine Lust, diese kleinen Rotznasen dieses Jahr schon wieder zu hüten. Das waren die nervigsten Kinder, die ich je erlebt habe. Mit ihnen zu reiten war die reine Folter. Kommt schon! Habt ihr vergessen, wie viel Spaß wir damals gehabt haben? Seid ehrlich! Ich bin schon sehr gespannt, wer diesmal Eriks kleine Schwester mit aufs Pferd nehmen wird. Benny! Hä? Oh, Rebecca Simon schlägt wieder zu. Na egal. Ich bin nur froh, dass wir zwei das zusammen organisieren, Sarah. Du bist die Einzige, auf die Erik hört. Vergiss es. Da hat er recht, Sarah. Erik und seine kleinen Freunde wollten letztes Jahr mit den Pferden in die Berge reiten. Wenn du die Kinder nicht durch die Schnitzeljagd abgelenkt hättest, hätte ich Button wohl nie wieder gesehen. Mm-mm. Benny hatte eigentlich die Idee mit der Schnitzeljagd. Ich habe nur mitgeholfen. Es war Teamarbeit. Ja, das Team Sarah und Benny. Die Geburtstagsprofis. Horseland, Horseland! Hey, wer kommt denn da? Ich wusste nicht, dass wir heute jemand Neues erwarten. Wow, ¿quién es el chico guapo? Der sieht ja süß aus. Meinst du das Pferd oder den Jungen? Oh ja, natürlich. Meine Mutter hat gesagt, ein Junge von der Conrad Ranch würde heute sein Pferd zu uns bringen. Ich glaube, sein Name ist Jonas. Ruhig, Buddy. Ist ja schon gut, mein Junge. Brauchst du Hilfe? Oh, nein, danke. Buddy ist nervös, weil er nicht in seiner gewohnten Umgebung ist. Weißt du, er wurde auf der Conrad Ranch geboren und aufgezogen und ist nie woanders gewesen. Danke, Wiedersehen! Ich bin Sarah. Das sind Molly, Alma und Benny. Ich bin Jonas. Jonas Conrad. Conrad? Ach, dann gehört deinen Eltern wohl die Conrad Ranch. Ja, aber sie bauen dort alles um, deshalb müssen wir für eine Weile umziehen. Meinen Eltern gehört die Horseland Ranch. Ach, echt? Hey, Buddy scheint sich jetzt wohler zu fühlen. Es ist komisch, ihn so nervös zu sehen. Bei uns zu Hause auf der Ranch ist er immer total entspannt. Bis auf einmal, als ich mit ein paar Freunden einen Ausritt gemacht habe. Stellt euch vor, da sind wir einem riesigen, fetten Puma begegnet. Jetzt erzählst du uns aber einen vom Pferd, oder? Buddy ist auf ihn losgegangen, um uns alle zu beschützen. Dann hat er ihn durch den Wald gejagt. Ich konnte mich gerade noch im Sattel halten. Die Bäume sind nur so an mir vorbeigeflogen. Ungefähr 2 Kilometer, würde ich mal so schätzen. Ist ja abgefahren. So etwas ist mir mit meinem Pferd Calypso auch mal passiert. Das war so, sie... Einmal standen Aztec und ich Auge in Auge einem riesigen Bären gegenüber. Ich sag dir, dieses Tier hätte mich als Quietscheentchen benutzen können. Daran kann ich mich erinnern, Benny. Du warst... Hey, wo kann ich meine Sachen lassen? Komm mit, ich bring dich zur Sattelkammer. Dann kann ich dich rumführen. Cool. Also bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Was war das denn gerade? Sieht so aus, als hätte Benny einen neuen Freund gefunden. Ist euch aufgefallen, wie Benny sich aufgespielt hat? Ja, er hat mich überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. Und Jonas lässt uns hier mit seinem Pferd stehen.
schon gut. Was ist denn mit diesem schwarzen Palomino? Wie heißt er noch? Ein bisschen nervös, der Kleine. Ach, gib dem Jungen eine Chance. Er ist gerade erst angekommen. Und in einer neuen Umgebung zu sein, kann schon Angst machen. Das musst du zugeben. Wuhu! Scheint so, als hätte Buddy sich beruhigt. Er gewöhnt sich an uns. Ich wusste es. Ich glaube, jetzt fehlt ihm nur noch sein Kumpel Tux. Das ist ein wunderschönes schwarz-weißes Pferd auf unserer Ranch. Die beiden sind zusammen aufgewachsen. Genauso wie mein Freund Lars und ich, weißt du? Ich verstehe, was du meinst. Sarah, Molly und Alma sind meine besten Freunde. Ich musste mich gerade von meinen Freunden trennen, Lars, Rosi und Maya, weil wir unsere Ranch während der Renovierung komplett dicht gemacht haben. Ist echt doof. Hey, schaffst du auch das höhere Hindernis? Aber mit links. Das war heftig. Mann, der Sprung erinnert mich an Zoom Racer Extreme Teil 3. Zoom Racer Extreme 3? Du meinst das neue Rennfahrerspiel mit den irren Stunts? Sei bereit für den großen Zoom, sonst erhältst du keinen Ruhm. Das ist mein Lieblingsspiel. Meins auch. Mann, ich habe Zoom Racer Extreme 1 und 2, aber 3 habe ich nicht. Das war hier total ausverkauft. Weißt du was? Ich bring's dir morgen mit. Klasse, danke. Wisst ihr, es war viel schöner, als Benny noch der Alte war. Ja, früher war er immer mit uns zusammen. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass die meisten Leute 75% ihrer Zeit mit anderen Leuten verbringen. Benny scheint den gesamten Prozentsatz mit nur einer Person zu verbringen. Hallo ihr, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Klar, Willi, schieß los. Könnt ihr etwas Platz in der Sattelkammer schaffen? Ich will die Sachen von Jonas da unterbringen. Toll. Was? Ach, gar nichts, Willi, nada. Was ist eigentlich mit euch los? Benny ignoriert uns heute irgendwie. Kommt schon. Ihr seid doch nicht etwa eifersüchtig, nur weil Benny sich heute um Jonas kümmert. Ich sag dir, Jonas ist ein total cooler Typ. Und er hat mich heute Morgen so angestarrt. Naja, nicht ganz. Er hat durch dich hindurchgestarrt, damit er mich gut sehen konnte. Das hat er nicht. Oh, hallo, ihr drei. Hallo. Was ist los, Sarah? Nichts. Wir machen nur ein bisschen Platz für Jonas. Richtig, Jonas, der neue Typ, der süße neue Typ. Was willst du, Chloe? Sag schon. Ich will gar nichts, keine Sorge. Ich kann mir denken, wieso ihr so genervt seid. Weil Benny euch abserviert hat. Er hat uns nicht abserviert. Es sieht aber ganz so aus und es tut mir so leid, wirklich. Aber die Wahrheit ist, die beiden haben sehr viel gemeinsam. Ich meine, zuerst mal sind sie beide Jungs. Dagegen kommt ihr schon mal nicht an. Benny hat uns nicht abserviert. Er kümmert sich ein bisschen um Jonas. Er ist eben nett im Gegensatz zu anderen Leuten. Nenn es, wie du willst. Ich sag, er hat euch abserviert. Ich hoffe nur, er hat noch Zeit, dir bei Eriks Geburtstag zu helfen. Er und Jonas sind ja so beschäftigt. Natürlich wird er Sarah beim Fest helfen. Er mag gerne feiern. Wir werden ja sehen. Dann bis später. Beachte sie doch gar nicht. Hast du gesehen, wie kopflos sie ohne Benny sind? Weißt du was, Chloe? Ich finde, Benny und Jonas sollten unbedingt einen langen Ausflug machen, um sich noch besser kennenzulernen, wenn du weißt, was ich meine. Ich denke, da hast du völlig recht, Zoe. Hey, hör dir das an. Ich habe mein fieses Lachen trainiert. Ziemlich gut. Beziehungsweise richtig gut fies. Okay, und jetzt zusammen. Hey Benny, das erinnert mich an die Eingangspforte in Cruise Command 2. Du befindest dich hier bei Cruise Command 2. Lass alle Hoffnung fahren und gib Vollgas. Das kenne ich, Cruise Command. Gib Vollgas. Kann ich euch irgendwie helfen? Wir haben uns gefragt, wann du uns deinem neuen Freund vorstellen willst. Na schön. Jonas, das sind Chloe und Zoe. Zoe, Chloe, das ist Jonas. Hi, Jonas. Hi. Benny? Chloe, wir sind gerade beschäftigt und wir würden gern heute... Hey, wir sind ja nicht hier, um euch zu stören. Wir haben nur eine Nachricht für dich. Dein Vater möchte, dass du in die Stadt reitest und Hühnerfutter holst. Der Lieferant ist heute krank. Das ist komisch. Ich dachte, ich hätte sein Laster heute Morgen gehört. Vielleicht hast du was an den Ohren. Der Typ liegt mit Grippe zu Hause. Und Benny, du sollst bitte 2 große Futtersäcke holen. Ah, na gut. Dann muss ich jetzt wohl mal losreiten. Das wird eine Weile dauern.
Mann, wie soll ich denn zwei Säcke hierher kriegen? Benny, ich helf dir. Jeder einen Sack. Danke, Jonas. Dann mal los. Sag meinem Vater, dass ich weg bin. Wir sehen uns später. Oh, halt. Warte noch, Benny. Die Steilbergstraße ist bei der Schlucht gesperrt. Ihr solltet lieber den Weg durch den Wald nehmen. Mann, das ist eine gute halbe Stunde mehr pro Strecke. Tu es für die Hühner, Benny. Ja, na klar. Macht's gut. Ja, und bleibt schön lange weg. Wenigstens zum Mittagessen wird Benny wohl kommen. Donde ist él? Oh, er wird schon auftauchen. Ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals eine Mahlzeit verpasst hat. Ah, Molly, oh, wo ich dich gerade höre. Schlechte Nachricht, Benny kommt heute Mittag nicht. Wie meinst du das? Benny und Jonas essen heute in der Stadt. Ja, sie sagten was von Mittagessen, wo Mädchen keinen Zutritt haben. Aber wen kümmert schon Benny, nicht wahr? Machen wir eben ein Mittagessen nur für Mädchen. Die Kinder können sich dann hier aufstellen. Was ist mit den Pferden? Sie sollten sich nicht zu nahe sein. Sie sind unberechenbar, sowohl Kinder als auch Pferde. Ich wünschte, Benny wäre hier. Wir haben nicht mehr über das Fest gesprochen, seit Jonas hier ist. Hoffentlich lässt Benny mich nicht im Stich. Ich bin sicher, er wird daran denken. Mach dir keine Sorgen. Hallo, ihr drei. Was macht ihr da? Wir proben. Für Eriks Fest. Cool. Bist du bereit für das Fest, Aztek? Wo ist Jonas? Er reitet durch die Gegend. Buddy ist etwas nervös. Jonas will ihn ein bisschen müde reiten. Jonas hat sich schon ziemlich gut eingewöhnt. Um es genau zu sagen, ihr beide seid so viel zusammen, dass... Ja, Jonas ist cool. Ich möchte, dass ihr ihn besser kennenlernt. Das würden wir gern, aber ihr beide seid ja andauernd weg. Gestern Nachmittag wart ihr zum Beispiel auch nicht da. Oh, da waren wir Hühnerfutter holen in der Stadt. Dann mussten wir auch noch diesen weiten Umweg machen. Wegen der blöden Sperrung an der Steilbergstraße. Diese Straße ist mit Sicherheit nicht gesperrt. Da bin ich gestern und heute lang gefahren. Die ist total frei. Das ist komisch. Chloe und Zoe haben das nämlich behauptet. Na egal, sie haben sich wohl geirrt. Benny, wir müssen noch über das Fest reden. Hallo allerseits. Hey, Benny, fang! Zoom Racer Extreme 3? Hey, Wahnsinn! Das ist ja klasse, danke. Das müssen wir sofort spielen. Ich bin als Erster dran. Keine Chance, das ist mein Spiel. Also spiele ich zuerst. Ich gebe auf. Dem ist doch alles egal. Er ist nur ein bisschen abgelenkt, Sarah. Ich glaube, er merkt noch nicht mal, wie sauer du bist. Er ist nun mal so, du kennst ihn doch. Schon, aber Benny ist doch der einzige Junge, mit dem ich befreundet bin. Ich habe Angst, ihn zu verlieren. Er ist wie ein Bruder. Du hast noch deine Schwestern. Natürlich. Danke, ihr zwei. Hey, Benny. Jonas und ich haben gerade den coolsten Trick in dem Rennfahrerspiel entdeckt. Du fährst durch diese Wand und da kommt dieses abgefahrene Zimmer mit den Namen von allen Leuten, die das Spiel geschrieben haben. Und du kriegst noch extra Punkte. Ist ja unglaublich faszinierend. Das ist hammermäßig, weil das total schwer rauszukriegen ist. Aber Jonas kennt diese ganzen Insider-Tricks. Er ist echt ein cooler Typ. Hey, Willi! Du wirst nicht glauben, was Jonas und ich gerade rausgefunden haben. Da gibt es dieses tolle Spiel. Es heißt Zoom Racer Extreme 3. Molly, guck mal das Band. Ist das zu niedrig aufgehängt? Nein, Kinder sind klein. So können sie es nicht übersehen. Mann, ich hätte fast das Geburtstagsfest vergessen. Hört mal alle her! Wie ihr wisst, ist morgen Erik Simons Geburtstagsfest. Benny und Jonas werden die Kinder betreuen, weil... Was? Hä? Jonas und ich? Ein Geburtstagsfest? Was muss ich da tun? Wieso ich? Hört mal zu, Leute. Sarah, tut mir leid, dass ich dich von dem Fest abziehen muss. Aber morgen kommt ein neues Mädchen für eine Tour her. Und ihre Eltern haben ausdrücklich gebeten, dass du sie begleitest. Aber Sarah hat dieses Fest seit Wochen geplant. Tut mir leid. Das war nicht meine Idee. Tu es einfach Bennys Eltern zuliebe. Ist schon gut, Willi. Ich bin sicher, Benny ist mit seinem neuen Partner sehr einverstanden. Arme Sarah, sie ist richtig traurig und enttäuscht. Hey, Chef, gibt's Torte auf dem Geburtstag? Ja, Trine, mit Sicherheit. Aber es wird viele Stücke von der Geburtstagstorte brauchen, bis alles wieder ins Lot kommt. Jetzt rein!
reicht's. Am Morgen ist es schlimm genug. Aber mitten am Tag? Dieser nervige Hahn hat das letzte Mal gekräht, das schwöre ich euch. Miau! Warte, Angora. Das ist echt blöd, Sarah. Warum muss dieses Mädchen seine Tour ausgerechnet an Eriks Geburtstagsfest machen? Und Benny kümmert das gar nicht. Warum auch? Jetzt kann er ja zusammen mit Jonas das Fest organisieren. Ach, wer weiß, Sarah. Sarah, es tut mir echt leid. Lass uns mit Bennys Eltern reden. Vielleicht kann ich die Tour übernehmen. Du solltest das Geburtstagsfest machen, nicht ich. Nein, ist schon okay. Du kennst die Pferderanch nicht so gut und sie haben nach mir gefragt. Außerdem bin ich mir sicher, dass Benny lieber mit dir das Fest schmeißt. Da wäre ich mir nicht so sicher. Hey, Sarah. Ich lass euch mal allein. Was ist denn eigentlich hier los? Du bist doch bestimmt froh, dass Jonas und du jetzt ein Team seid. Hör zu, Sarah. Jonas ist prima. Und er ist anders als ihr. Richtig. Er ist ein Junge und wir nicht. Er mag Videospiele mit schnellen Autos und Hindernissen und wir nicht. Das sehe ich auch so, Benny. Das ist echt schade für uns. Yo también. Verstehst du, wir haben keine Chance. Ihr seht das viel zu eng. Jonas ist nicht besser als ihr. Er ist einfach anders, kapiert? Ja, Jonas und ich mögen dieselben Videospiele und so. Aber mit euch teile ich andere Dinge. Wir kennen uns doch schon so lange und haben so viel zusammen erlebt. Ich würde euch nie im Stich lassen. Das könnte ich gar nicht, okay? Ja, okay. Was ist mit dir, Sarah? Halt! Bleib stehen! Du eitler Gacke! Oh nein, Benny, los, stopp den Feuerlöscher! Mach Molly, ich. Alma, helf mir, die Pferde zu beruhigen! Jetzt sieh dir nur mal das Chaos an, das du verursacht hast, Angora. Yeah. Was sollte das denn werden, Eigentlich nur Spaß. Ist alles in Ordnung? Keine Sorge, alles unter Kontrolle. Sarah, Molly und Alma haben den Tag gerettet. Natürlich mit Unterstützung vom Schaumschläger hier. Dass ich nicht lache, Schaumbeseitigung ist meine Sache. Gute Arbeit, Leute. Hört mal, Eriks Mutter hat angerufen. Es kommen mehr Kinder zu dem Fest, als sie dachten. Wir werden jede Hilfe brauchen. Sarah, wir haben die Tour verschoben. Wärst du wieder bereit, die Feier mit Benny auszurichten? Einverstanden, Jonas? Darauf kannst du wetten, Sarah. Wir brauchen trotzdem deine Hilfe, Jonas. Solange ich nicht organisieren muss, helfe ich gern mit. Du kannst dich um Rebecca Simon kümmern. Die wird dich organisieren. Sind alle bereit? Wie viele Kinder werden kommen? Oh, etwa 600.000. 600.000? Das sind aber viele Kinder zum Reiten. Aztek, du hast mich wieder reingelegt. Zum dritten Mal in 5 Minuten, Buddy. Keine Sorge, das kriegst du wieder, Aztek. Ich weiß nämlich was, was du nicht weißt. Erik, das Geburtstagskind, will heute nur auf dir reiten. Hä? Na dann viel Spaß. Benny, ich habe gehört, dass sich die kleine Rebecca Simon schon den ganzen Morgen zurechtmacht. Sie kann es gar nicht erwarten, dich wiederzusehen. Oh, dieses kleine Mädchen ist wohl total verschossen in ihn. Wie ist das, so ein Teenie-Schwarm zu sein, Benny? Es nervt. Aber Rebecca hat dich noch nicht kennengelernt. Vielleicht bekommt Benny jetzt ein bisschen Konkurrenz. Naja, ich wurde auch schon zum bestaussehendsten Jungen auf der Conrad Ranch gewählt. Oh. Was? Das ist wahr. Natürlich war meine Mutter das einzige Jurymitglied. Alles klar, da kommen sie. Mann, seht nur, wie viele das sind. Eine Zwergeninvasion. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Und wie schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auch. Oh, goodie, goodie, goodie. Ist das zu glauben? So viele Kinder, hier ist richtig was los. So ein Spaß wie auf dem Rummelplatz. Ja, toll. Wo viele Kinder sind, können auch viele Freundschaften entstehen. Das ist genau nach meinem Geschmack. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Kinderalarm! Lauft um euer Leben! So, das Fest ist endlich vorbei.
Es war ein Riesenerfolg. Die Kinder waren richtig froh. Und ich bin richtig froh, dass sie weg sind. Ich freue mich, dass es Chloe und Zoe nicht gelungen ist, einen Keil zwischen Benny und die anderen Mädchen zu treiben. Und mit Jonas haben sie einen neuen Freund. Ich verstehe es trotzdem nicht. Wieso waren die drei denn so eingeschnappt? Na, weil sie dachten, jetzt, wo Jonas da ist, wären sie abgeschrieben. Aber da haben sie sich getäuscht. Benny wollte sie ja nicht durch Jonas ersetzen. Niemand könnte sie ersetzen. Genauso wie keine andere Katze jemals mich ersetzen könnte. Wohl wahr, niemand könnte dich ersetzen, Angora. Nicht mal der eitle Gockel könnte das. Das wäre ja auch noch schöner. Angora, warum verbringst du so viel Zeit mit Fellputzen? Du machst den ganzen Tag nichts anderes. Weißt du denn gar nichts, Trine? Nichts auf der Welt ist wichtiger, als gut auszusehen. Oh, ich wusste das nicht. Wieso klärt mich niemand über diese Dinge auf? Ich habe eine Idee. Kannst du mir beibringen, wie man das macht, Angora? Bitte, oh bitte, oh bitte. Ist ja gut. Jetzt schnapp nicht gleich über. Yippie, oh goody goody. Zuerst leckst du deine Pfote, Huf, was auch immer. Okay, zuerst lecke ich. Nein, 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 Trine. Langsam und ausgiebig. Ich verstehe, darauf muss man sich konzentrieren. Also, ich habe ja schon einiges gesehen. Trine, was machst du da? Ich putze mich, Chef. Angora sagt, dass hübsch aussehen das Wichtigste ist. Da muss ich widersprechen. Das stimmt nicht. Wie kannst du so etwas sagen? Es kommt viel mehr auf die inneren Werte an. Alma hat es begriffen. Vor gar nicht langer Zeit. Das riecht verdächtig nach einer Geschichte. Ich rieche nichts. Du hast ihnen wirklich gezeigt, was du drauf hast, nicht wahr, Chica? Du bist echt schnell, Alma. Gracias. Komm, dann lassen wir jetzt das Lasso schwingen. Hey, Alma, ich hab dich schon überall gesucht. Und du bist sicher, dass du nicht mich gesucht hast, Willi? Oder mich? Ja, ich bin sicher. Was ist das, Willi? Den habe ich beim Briefkasten gefunden. Sieht aus, als hätte er ein paar Tage im Matsch gelegen. Jemand muss ihn verloren haben. Er wurde vor 2 Wochen abgestempelt. Und er ist von Alejandro. Und wer ist Alejandro? Alexander, mein Brieffreund. Ich wusste gar nicht, dass du einen Brieffreund hast. Ich auch nicht. Wie ist er so? Ich finde ihn unglaublich nett. Er hat ein Pferd namens Bucephalus. Genauso hieß auch das Pferd von Alexander dem Großen. Das habe ich in Das Leben berühmter Pferde gelesen. Und was ist das Große an deinem Alexander? Sein Vater ist Topmanager im Filmgeschäft. Sie reisen die ganze Zeit. Erzähl uns mehr, los! Er ist ein toller Reiter. Er war schon 3-mal bei den Bundesmeisterschaften. Stellt euch mal vor. Einen Moment. Hä? Ich kann es gar nicht glauben. Hier steht, er kommt zu Besuch nach Horseland. Schon heute. Molly, hier drüben. Ist Alexander schon da? Nein, noch nicht. Gut. Kennt ihr zufällig jemand mit einem schnellen Auto? Ich muss ganz, ganz weit weg. Was ist denn los, Alma? Willst du ihn denn nicht endlich kennenlernen? Er ist reich, weit gereist. Ein ausgezeichneter Reiter. Er ist praktisch ein Prinz. Was wird er nur denken, wenn er sieht, dass ich so einfach, so durchschnittlich bin? Da hast du recht, Alma. Ja, wir kümmern uns um deinen reichen Prinzen, Freund. Ach, hör nicht auf sie. In dir steckt eine Prinzessin. Wir müssen sie nur noch hervorzaubern. Komm schon, du wirst sehen. Zuerst üben wir mal die Begrüßung.
Wie du von den Turnieren weißt, ist der erste Eindruck immer der wichtigste. Stimmt. Wir tun so, als wäre ich Alexander. Hallo, sehr erfreut. Ich bin Alexander. Ich bin, Okay, das kannst du noch besser. Es ist hoffnungslos. Hör zu, Alma, du bist ein so tolles Mädchen. Du musst es nur zeigen. Denk immer dran, Haltung ist alles. Na klar, was sonst? Prima, jetzt hast du kapiert, worauf es ankommt. Bist du da sicher? Klar bin ich sicher. Du bist bereit, wenn Alexander der Große hier anrollt. Und zwar jetzt. Er steigt aus. Das ist er? Das ist er. Ist er nicht einfach unglaublich? Ich meine, was soll ich sagen? Also, ist er nicht... Hallo? Hi. Kann ich dir irgendwie helfen? Wir suchen jemanden. Wer bist du? Chloe, sei nicht so unhöflich. Hallo, willkommen auf Horseland. Ich bin Zoe und wer bist du? Ich bin Alexander Bucklig. Du bist Alexander? Ja, ich bin hier, um Alma zu besuchen. Hat sie von mir erzählt? Kann man so sagen. Ist es in Ordnung, wenn ich mein Pferd jetzt raushole? Es muss sich bewegen nach der langen Fahrt. Na klar. Ich verstehe nicht, warum Alma so nervös ist, bloß weil dieser Brieffreund kommt. Oh lala, was für ein Prachtexemplar. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Komm, Alma, jetzt reiß dich zusammen. Er wird schon nicht beißen. Was soll ich denn bloß tun? Molly, ich kann das nicht machen. Ich muss dringend ein Buch bei der Bücherei abgeben. Das ist längst überfällig. So kann das ja nichts werden. Du bist aber ein hübsches Pferd, Buzerphalus. Wow. Sieh ihn dir an, Willi. Ja, ziemlich beeindruckend, der Kerl. Danke, das höre ich gern. Sein Name ist Buzerphalus. Er stammt aus einer langen Ahnenreihe von Zuchthengsten, die auf Stärke und Ausdauer gezüchtet wurden. Wow. Ja, das Tier ist wirklich einmalig schön. Ja, und ist Alma da? Ich würde sie gern, naja, wisst ihr, kennenlernen. Sarah, Alma hat sich verdünnisiert. Wir müssen ihn hinhalten. Hinhalten? Hinhalten. Ja, wir müssen deinem Pferd doch noch etwas Futter hinhalten. So nach der langen Fahrt. Er soll sich doch wohlfühlen. Du und Benny, ihr kümmert euch ein bisschen um Alexander, während wir versuchen, Alma zu finden. Mhm. Hey, Alexander, hättest du Lust, einen Ritt um die Ranch zu machen? Ja, wir könnten auch noch in die Berge reiten. Ich glaube, Buzerphalus ist ziemlich erschöpft von der Fahrt. Vielleicht später, okay? Klar, wir haben jede Menge Zeit. Komm mit, wir führen dich rum. Alma? Alma, bist du hier drin? Oh. Alma, was tust du da? Oh, ich lese. Das Leben berühmter Pferde. Ich liebe dieses Buch. Ich kann gar nicht genug davon kriegen. Es ist so spannend. Wusstet ihr, dass das Pferd Alexanders des Großen ein schwarzer Hengst war, der 356 vor Christus geboren wurde? Warte, möchtest du nicht Alexander, den Gast, kennenlernen? Oh ja, den. Ich habe ganz vergessen, dass er da ist. So sehr hat mich das Buch gefesselt. Ich bin noch nicht bereit. Pardon. Ich glaube, Chloe und ich können dir helfen, Alma. Stimmt, wir wissen genau, was du brauchst. Das ist unglaublich. Ich wünschte, ich könnte so reiten. Okay, wenn es um Typberatung geht, brauchst du nur uns zu fragen. Ganz recht. Na, dann wollen wir mal loslegen. Oh. Oh.
rein. Perfekt. Mhm. So kannst du Alexander unter die Augen treten. Was hat sie denn nur? Sie weiß eben nicht, was hochmodern ist. Hey, habt ihr zufällig Alma gesehen? Ich freue mich schon wirklich sehr drauf, sie kennenzulernen. Du hast sie gerade verpasst. Ja, sie wollte gerade ein Buch zur Bücherei zurückbringen. Du kannst ja so lange bei uns bleiben. Ja, du weißt bestimmt jede Menge Geschichten über Städte, die du besucht hast. Und Leute, die du kennst. Und das Geld, das dein Vater hat. Ja, ich bin in vielen Städten gewesen. Du willst doch nicht etwa mit denen rumquatschen, Alexander. Lass uns lieber ausreiten. Was meinst du? Ja, klare Sache. Ich muss erst noch was überprüfen. Dauert nicht lange. Also, ich werde nicht wirklich schlau aus dem. Wie gefällt dir Horseland, Bucephalus? Es ist schön hier. Nicht das, was ich sonst so sehe. Du bist wohl was Feineres gewöhnt. Oh nein. Dies ist der schönste Ort, an dem ich je gewesen bin. Ehrlich? Du als Champion? Du hast 3-mal die Bundesmeisterschaften gewonnen. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Naja, die Bundesmeisterschaft. Wir haben gehört, du hättest sie 3-mal gewonnen. Ich habe nie an einer Bundesmeisterschaft teilgenommen. Ich arbeite bei einem Fahrgeschäft und ziehe auf Jahrmärkten eine Kutsche. Und was ist mit den anderen Sachen, die wir gehört haben? Was meinst du? Naja, zum Beispiel, dass Alexander sehr reich ist und... Seine Familie ist nicht reich. Sie arbeitet auf Jahrmärkten. Es sind wundervolle Menschen, aber sie sind nicht reich. Wir dachten, der Junge wäre ein ausgezeichneter Pferdeexperte. Alexander hat die meisten seiner Pferdekenntnisse aus Büchern. Na, was sagt man dazu? Mann, die Pferde machen einen ganz schönen Krach. Was haben sie nur? Hm? Oh, hallo. Hast du mich erschreckt? Hi, was willst du hier oben? Naja, ich hab nach einem Platz zum Lesen gesucht, weißt du? Du liest gern? Oh ja, liebend gern. Wenn ich nicht gerade lese, dann lese ich für gewöhnlich. Ich auch. Ich meine, ich reite auch furchtbar gern. Aber Lesen macht so viel Spaß. Ja, Pferde sind ziemlich unglaublich, nicht wahr? Mhm. Übrigens, meine Brieffreundin Alma liebt auch Pferde. Kennst du sie zufällig? Weißt du, man könnte sagen, wir stehen uns sehr nahe. Sie scheint so echt zu sein. So ehrlich. Genau das will ich. Eine wahre Freundin, verstehst du? Ja. Nicht wie diese beiden Schwestern Zoe und Chloe. Ich sag das nur ungern, aber die sind so falsch. Ja, falsch. Du hast recht. Wo willst du hin? War nett, mit dir zu reden. Warte, musst du denn schon weg? Ja, entschuldige. Wiedersehen. Bitte, komm zurück. Ich weiß nicht mal deinen Namen. Was ist denn mit Alma passiert? Was meinst du? Sie sah nie besser aus. Warte, bitte! Alma, wo willst du hin? Was? Das war Alma? Allerdings, das war sie. Kann mir mal einer verraten, was hier los ist? Ganz ruhig, Junge. Und los geht's. Hier! Alma, warte! Ich hab es echt verpatzt, Button. Ich bin eine von den Falschen, die er nicht ausstehen kann. Warum war ich nur so schrecklich blöd? Ich werde ihm nie wieder unter die Augen treten können. Alma! Komm zurück! Alma! Alma! Hilfe!
gehen. Erstmal runter mit diesem blöden Kram. Und jetzt los. Tu das nicht, Alma. Das ist viel zu gefährlich. Alma! Hilfe! Komm schon, Button. Wenn wir ihn und das Pferd retten wollen, müssen wir uns jetzt richtig doll anstrengen. Ruhig, meine Kleine. Wir müssen es bis zu dem Vorsprung da schaffen. Sie versucht es tatsächlich. Ich kann da gar nicht hingucken. Okay, Button. Fast geschafft, doch ein kleines Stück. Alexander! Wir müssen ihr helfen. Bis wir da drüben sind. Komm schon, Button. Das ist unsere letzte Chance. Ja! Oh, Vorsicht, Alma! Alexander! Fang das Lasso! Ich hab's! Gut gemacht, Alexander! Los, hilf uns hier raus, Button. Sie hat's geschafft. Wow, ja, großartig. Ja, klasse. Alexander, alles in Ordnung? Alma, ich kann es gar nicht glauben. Du hast uns gerettet. Ich wusste ja nicht, dass du so durchschnittlich bist. So überdurchschnittlich. So unglaublich. Und so mutig. Ach, und das ist erst der Anfang. Das Leben berühmter Pferde. Als Taschenbuchausgabe. Ja, das habe ich bestimmt schon über 100 Mal gelesen. Daher habe ich auch den Namen meines Pferdes. Weißt du, Bucephalus war nämlich das Pferd von Alexander dem Großen. Richtig. Mein Lieblingsbuch, das lege ich kaum aus der Hand. Ich wusste, dass wir viel gemeinsam haben. Komm jetzt, Alexander, wir müssen noch den Hang hoch. Tut mir leid, dass ich nicht ehrlich zu dir war. Ich hatte solche Angst, du würdest mich nicht mögen. Naja, da bist du nicht die Einzige. Was meinst du damit? Ich hab dir doch geschrieben, dass ich 3-mal bei der Bundesmeisterschaft war. Ja? Naja, ich war nur so da, mit meinen Eltern. Ich hab auf dem Rang gesessen. Wir haben ein Fahrgeschäft, wir sind viel auf Jahrmärkten. Wir sind nicht reich. Überhaupt nicht. Aus irgendeinem Grund hat hier jeder gedacht, ich wäre etwas Besonderes. Und ich habe nie widersprochen. Oh. Was ich über Pferde weiß, habe ich in meinen Büchern gelesen. Alexander? Ja, Alma? Ich finde, du bist irgendwie... Also, du bist auch nicht so durchschnittlich. Ist das dein Ernst? Ich meine, ganz ehrlich? Ja, wenn du mich so fragst, ich finde, du bist schon irgendwie besonders. Sie denkt tatsächlich, dass ich irgendwie besonders bin. Ich bin in der Hoffnung hergekommen, dass du mir etwas über Pferde beibringst. Meinst du, du hättest dazu Lust? Klar! Ich bringe dir alles bei, was ich über Pferde weiß. Dann bist du also nicht mehr sauer auf mich? Wie könnte ich auf meinen Brieffreund jemals sauer sein? Aber wir versprechen uns, dass wir von jetzt an ehrlich zueinander sind, okay? Einverstanden. Was hältst du davon, wenn wir zur Ranch zurückreiten? Ah? Vamos, Button! Ja! Hey, das ist nicht fair. Du hast einen Vorsprung. Na, dann beeil dich mal. Versteht ihr jetzt, warum es so wichtig ist, man selbst zu sein? Du hast recht, Chef. Ich bin, was ich bin. Und was ich bin, ist Trine. Ich bin ein Schwein. Hört mein Oink! Tja, wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss mich noch weiter putzen. Mein Fell soll blinken und glänzen. Du musst es nicht übertreiben, Angora. Ach, misch dich nicht immer in meine Dinge ein, Chef. Das kann ich nicht leiden. Und was verstehst du schon von Fellpflege, ha? Na, vielleicht mehr, als du denkst.
Trine, so schnell bist du ja schon lange nicht mehr gelaufen. Trüffel, Trüffel, ich brauche Trüffel. Oh, ich rieche Trüffel. Ob ich Trine darauf aufmerksam mache, dass in einer Matschpfütze keine Trüffel wachsen? Oh, wo sind diese köstlichen Trüffel? Trine, pass auf! Trine, alles in Ordnung? Angora, warum hast du Trine nicht vor der Pfütze gewarnt? Sie hätte sich verletzen können. Es ist doch nicht meine Schuld, wenn sie außer Trüffeln nichts mehr im Kopf hat. Du weißt doch, Trine hasst es, schmutzig zu werden. Okay, ich hätte sie warnen können, aber es sah so verdammt komisch aus. Schon gut, aber jetzt zu den Trüffeln. Sarah, Alma, wartet auf mich! Hey, Molly, da bist du ja schon. Schickes Trikot. Kelinda, sehr hübsch. Danke, das habe ich gestern genäht. Ich habe einen ganz neuen, dehnbaren Stoff verwendet, sodass ich mich beim Reiten besser bewegen kann. Das ist super cool. Ich wusste nicht, dass du nähen kannst. Das habe ich in der Schule gelernt. Und jetzt ist es mein Hobby. Habt ihr eine Ahnung, wer das ist? Irgendwelche Fremden. Sie halten am Haus an. Lasst uns mal gucken. So, das ist also Horseland. Hübsch. Sehr hübsch. Ah, hier vielleicht? Na, Bein da. Noch nicht ganz. Ja, so ist es besser. Lass mal sehen. Irgendwas fehlt hier noch. Perfekt! Ein Motiv von mir ist kein Motiv von mir, wenn ich nicht drauf bin. Fantastico! Und jetzt werden wir diesen Horseländern mal zeigen, was Sache ist. Er ist es! Erst wer? Das hätte ich mir ja denken können. Warum geben wir uns eigentlich mit solchen Ungebildeten? Zoe, wir wissen, was du denkst, aber mach es einfach kurz und sag uns endlich, wer das ist. Das, meine Liebe, ist der coolste, heißeste, angesagteste Modedesigner auf dem ganzen Planeten. Mike Michelangelo. Okay, aber was will der hier? Mike spricht mit Bennys Eltern über Modefotos. Hier auf Horseland? Ich glaube, ich werde verrückt. Ich habe eine neue Modelinie. Hast du gehört? Er hat eine brandneue Modelinie entworfen. Ich glaube es nicht. Ist aber so. Kneif mich mal. Mal sehen, was Chloe und Zoe rauskriegen. Was ist eigentlich los? Hier scheint irgendwas in der Luft zu liegen. Ich habe das Gefühl, es geht um diesen Fotografen, den Typen mit der ausgefransten Mähne. Chef, weißt du zufällig irgendwas? Ja, wir haben ein bisschen gelauscht. Dieser Mike Michelangelo will hier auf Horseland Modefotos machen. Woher weiß der, dass ich hier bin? Vielleicht nimmt er mich. Ich bin auch hübsch. Ihr werdet es nicht glauben. Mike sucht einen Ort, um seine neue Kollektion zu fotografieren. Die Bilder sind für die Modebeilage der Zeitschrift Dein Pferd und Du. Und es geht um Dressurkleidung. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Da seid ihr jetzt wohl sprachlos. Wie dem auch sei, er hat sich für Horseland entschieden. Er kommt hierher. Ich liebe es. Es ist so, so... Wie kann ich es euch beschreiben? Es lebt. So unverfälscht. Fantastico, Leute. Echt fantastico. Autsch. Du bist aber ein nettes Pferdchen. Der versteht ja überhaupt nichts von Pferden. Und so einer entwirft Dressurbekleidung? Mike Michelangelo, es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen. Ich sehe, du trägst die Pfauenaugenohrringe aus meiner letzten Frühjahrskollektion. Ausgezeichnet. Meine Lieblingsohrringe. Ich besitze sogar zwei Paar. Haben Sie schon ein Konzept für Ihre Modefotos? Mein Konzept ist sehr einfach. Brillant, aber einfach. Die Repräsentation des soziologischen Gleichgewichts der Retro- und postmodernen Einflüsse unter dem Aspekt... Soziologischen Gleichgewichts der Retro- und postmodernen Einflüsse von was? Von was? Von gar nichts. Gibt's wirklich einen, der das versteht? Na und was soll das alles mit Mode zu tun haben? Ganz besonders mit Dressurbekleidung. Ah... Das kann man nicht erklären. Man muss es fühlen. Ignoranten. Dies sind die Modelle. Die Mike reit Bluse. Die Mike reit Jacke. Die Mike reit Hose.
Der Mike Reithelm. Und das ist erst die Grundgarderobe. Das ist genial, Mike. Ja, ja, Mädchen, ich weiß. Okay, Leute, lasst uns anfangen. Solange wir noch Tageslicht haben. Denkt der wirklich, in den Klamotten kann man reiten? Dieser Typ weiß wohl nicht, dass Dressurbekleidung eine lange Tradition hat. Ich meine, es gibt nun mal einen Grund dafür, dass diese Reitanzüge so sind, wie sie sind. Na, was haltet ihr von dieser Fotoaktion? Willi, hast du Mikes Entwürfe mal gesehen? Das kann doch keiner anziehen. Einfach lächerlich. Ridicoloso. Mal abgesehen davon, wie sie aussehen. In dem Zeug kann man gar nicht reiten. Außerdem setzt sich doch kein Reiter so angezogen auf ein Pferd. Keine Chance. Ich glaube, ein Designer wie Mike macht sich darüber keine Gedanken, Sarah. Wieso haben Bennys Eltern dem Ganzen eigentlich zugestimmt? Das ist kostenlose Werbung. Ein paar gute Fotos von Horseland in deinem Pferd und du können nicht schaden, ist eine Gelegenheit. Wir könnten ein bisschen Werbung vertragen. Und es ist ja nur eine einmalige Sache. Also was soll's? Tja, da ist noch etwas. Ich habe eine Kleinigkeit vergessen. Und zwar... sehr gut. Ich brauche euch in einer halben Stunde am Set, okay? Hä? Was soll das heißen? Was sollen wir am Set? Ihr seid die neuen Models für seine Fotos. Es wird gigantisch aussehen, wenn ihr im Hintergrund auf euren Pferden vorbeireitet und dabei Stücke aus meiner neuen Kollektion tragt. Ja, das wird großartig. Aber was sollen denn die anderen Reiter von uns denken, wenn sie uns so sehen? Genau, wir können uns ja nie wieder bei einer Meisterschaft blicken lassen, ohne ausgelacht zu werden. Die Anzüge sehen nicht sehr bequem aus. In denen kann man sich bestimmt nicht bewegen und reiten schon gar nicht. Mike hat das Konzept geändert. Wir brauchen nicht zu reiten. Willi sagt, alles, was wir tun müssen, ist im Hintergrund herumzustehen. Weit im Hintergrund, hoffe ich. Ich glaube, ihr habt irgendwas nicht begriffen. Für Mike als Model zu arbeiten, ist ein Traum. Von ihm fotografiert zu werden, ist eine Ehre. Na dann fühle dich mal geehrt. Jede in der Szene, die was von Mode versteht, würde sich darum reißen. Hey! Von Mode verstehe ich was. Sieh, Mollys selbstgenähte Sachen sind echt schön. Und sehr bequem. Naja, das ist Geschmackssache. Diese drei Dummhühner werden uns noch alles verderben. Ja, denen fehlt jede professionelle Einstellung. Uns nicht. Heißt das, ihr seid Profimodels? Na, wir haben zweifellos das Zeug dazu. Hey, da ist ja Benny. Erzähl ihm, was los ist. Hi, Benny. Was gibt's denn? Tolle Neuigkeiten. Zoe und mir ist was Fantastisches passiert. Und das ist auch gut für Horseland. Ich habe gehört, wir müssen alle bei diesen Aufnahmen mitmachen. Also ehrlich, ich finde das ausgesprochen beschämend. Naja, wenigstens brauchen wir nur im Hintergrund rumzustehen. Eins muss ich euch sagen. Wir haben die Entwürfe gesehen. Unsere Freunde werden aussehen wie Zirkusclowns. Nein, 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 nein. Das ist völlig unmöglich. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das Licht ist viel zu altmodisch. Wo ist die fantastische Ausleuchtung, die wir besprochen hatten? Nein, das gefällt mir so überhaupt nicht. Also, alles nochmal. Hier in meinem Buch über das Dressurreiten steht, die Dressur basiert auf militärischen Disziplinen und so ist auch die Uniform des Dressurreiters traditionell festgelegt. Erzähl das mal unserem Mode-Mike. Vielleicht sollte ich mal Dressurbekleidung entwerfen. Die sehe dann allerdings ein bisschen anders aus. Was sollen wir denn jetzt bloß machen? Dieser Mike hat bestimmt lange an seiner Kollektion gearbeitet. Aber kein Reiter, der seinen Sport ernst nimmt, wird diese Anzüge tragen. Sarah, die kauft doch eh keiner. Ich weiß nicht, ob das alles wirklich eine gute Werbung für Horseland ist. Warum sprechen Sie nicht direkt mit Bennys Eltern darüber? Na, weil sie höchstwahrscheinlich Angst davor haben, als Unruhestifter dazustehen. Davor sollten Sie am wenigsten Angst haben. Mir persönlich kann es gar nicht unruhig genug werden. Mike will, dass wir alle rauskommen, so schnell wie möglich. Und alle heißt auch die Pferde. Fantastico! Ihr seht fantastisch aus. So, und jetzt alle rauf auf eure Pferde. Okay, wer möchte zuerst? Ich! Wir fangen mit dir an. Passt auf, lasst sie nicht fallen.
Los, steig auf dein Pferd. Ich kann mich nicht bewegen. Es kann auch an mir liegen, Mike. Aber ich kann mich nicht rühren. Die Anzüge sind traumhaft, aber ein bisschen steif. Traumhaft, du sagst es, traumhaft. Setzt sie aufs Pferd. Exzellent, ganz exzellent. Ich bin begeistert und jetzt der Rest von euch, bitte aufsteigen. Du siehst toll aus, Zoe. Der Mann ist ein Genie. Du siehst auch toll aus, Chloe. Ihr vier auf der linken Seite sagt ja gar nichts. Wie gefallen euch die neuen Mike-Modelle? Genial. Einmalig. Sehr hübsch. Ja, mega fantastico super. Sehr gut. Also, dann guckt auch ein bisschen begeisterter. Wo ist mein Cappuccino? Ich brauche ein Cappuccino! Was sollte das denn? Warum haben wir ihm nicht einfach die Wahrheit gesagt? Diese Klamotten sind unmöglich. Man kann nicht drin sitzen. Und man kann sich auch nicht drin bewegen. Atmen kann man auch nicht. Und durch dieses Ding kann man auch nichts sehen. Nützt ja nichts. Wir müssen einfach das Beste draus machen. Nur gut, dass wir nicht reiten müssen. Also, meine Lieben, seid ihr bereit? Gut. Und jetzt die Models. Nein, nein, nein. Die Bildkomposition stimmt überhaupt nicht. Die Reiter ein bisschen nach links. Von mir aus links. Noch weiter. Noch weiter. Stopp. Auseinander. Mehr zu mir her. Links, links. Gut, gut. Danke. Würde es euch etwas ausmachen, dafür zu sorgen, dass eure Pferde etwas glücklicher aussehen? Cappuccino. Taschentuch. Staubwedel. Ich glaube, wir sind fertig. Sieh, ich hoffe, du hast recht. Großartig, ganz fantastisch, Leute. Poesie auf Hufen. Und jetzt brauchen wir diese, na, wie heißen diese Dinger noch gleich? Ihr wisst doch, wo ihr immer rüberspringt. Hindernisse? Nicht in diesen Klamotten. Das ist viel zu gefährlich. Es wird nicht gesprungen, auf gar keinen Fall. Aber du kannst doch nicht im Ernst wollen, dass sich diese jungen Leute eine so einmalige Chance entgehen lassen. Stellt euch mal vor, eine von euch auf der Titelseite von Dein Pferd und du. Tut mir leid, Willi, aber Mike hat recht. Chloe und ich werden springen. Wir müssen nur wissen, wie hoch. Ich werde Bennys Eltern anrufen. Keiner springt, egal wie hoch, bis ich zurück bin. Ich verstehe das nicht, Chef. Warum sagen diese Kinder nicht klar und deutlich, was sie denken? Das kann verschiedene Gründe haben. Entweder sie wollen sich nicht unbeliebt machen oder sie wollen niemanden verletzen. Ach, herrje, wie langweilig. Sie gehen aber auch jedem Konflikt aus dem Weg. Ganz schön feige. Okay. Wer von euch möchte zuerst springen? Mir reicht es jetzt. Wir müssen was unternehmen. Ja, das hätten wir schon lange tun sollen. Wir dürfen sie nicht springen lassen. Ich werde mal mit den beiden sprechen. Meine Arme sind steif. Alter vor Schönheit. Nein. Das hier war deine Idee. So, ihr beiden, ich sehe schon, euch fehlt es ein bisschen an Motivation. Wie wär's? Wer von euch beiden zuerst springt, kommt garantiert auf die Titelseite. Alles klar. Sehr gute Entscheidung. Also los. Nein, Chloe! Man kann sich in dem Zeug kaum bewegen und ganz bestimmt nicht springen. Wir sollten anfangen. Chili, das ist unsere Chance. Keine Angst. Wir werden berühmt. Und los. Vorsicht! Ich kann nicht hingucken. Bist du verletzt? Was ist passiert? Du bist gestürzt. Hast du Schmerzen? Ich kann mich nicht bewegen. Gelähmt? Nein, nein, doch nicht, weil ich verletzt bin. Wegen dieser bescheuerten Klamotten. Die Titelseite kannst du vergessen. Dieses ausgestopfte Zeug verhindert wenigstens blaue Flecken. Jetzt guckt mich doch nicht so an. Ihr könntet mir hier raushelfen. Würden wir ja gern, aber es ist leider unmöglich, ohne fremde Hilfe vom Pferd zu steigen.
Ich habe Bennys Eltern erreicht. Keine Fotos mehr. Ach, und was ist der Grund dafür? Sie haben gesagt, wenn sie gewusst hätten, wie gefährlich das ist, hätten sie niemals zugestimmt. Und noch was. Wenn irgendjemand oder irgendwas verletzt oder beschädigt wird, müssen Sie persönlich dafür haften. Ich bin ja so froh, dass du keine Verletzungen hast. Das musst du mir schriftlich geben. Keine Chance. Ich habe mir meinen linken Arm verstaucht. Ich kann gar nicht schreiben. Benny, deine Eltern wollten wissen, warum wir ihnen nicht eher Bescheid gesagt haben. Die haben mich ganz schön zur Schnecke gemacht. Kann ich auch verstehen. Ich hätte was sagen müssen. Wir hatten es doch alle geahnt. Es war nicht deine Schuld. Molly hat recht. Tut uns leid, Willi. Wir hatten nicht den Mut, was zu sagen, weil wir uns nicht blamieren wollten. Alles wegen dieser Klamotten. So ein Blödsinn. Findet ihr nicht auch? Richtig, Alma. Ich hab noch Glück gehabt. Das ist eine Katastrophe. Dein Pferd und du erwarten meine Fotos heute. Ich bin ruiniert. Ruiniert! Was soll ich den Leuten nur sagen? Mike Michelangelo, ich weiß, wie wir Ihnen und Horseland helfen können. Ach ja, das weißt du? Und was schlägst du vor? Erstmal ein Cappuccino. Wir gehen in die Scheune. So, Leute, kommt mit. Schere. Die Schleifen müssen ab. Zu gefährlich. Damit kann man hängen bleiben und dann zieht's dich glatt vom Pferd. Daran habe ich nicht gedacht. Nadel? Faden? Wirklich sehr geschickt. Können wir anfangen? Los geht's! Ich hoffe, Molly hat nicht zu viel versprochen. Sie weiß schon, was sie tut. Molly ist sehr clever. Sie macht das schon richtig. Das glaube ich auch, Calypso. Das glaube ich auch, Calypso. Ich habe da meine Zweifel. Und wow. Na, was sagt ihr dazu? Fantastisch. Na, Mike? Gefallen sie Ihnen? Die sind mehr als Fantastico, Molly. Und dein Name erscheint in Dein Pferd und Du. Wow! Okay, Team. Und jetzt fotografieren wir die neue Frühjahrskollektion. Ich muss sagen, sie ist nicht schlecht, Molly. Nicht schlecht. Danke, Chloe. Mikes Kollektion war sowas von steif und unbequem. Im Gegensatz zu dieser. Ich sage euch mal was. Ich finde die traditionelle Dressurbekleidung immer noch am besten. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Woran? An das Märchen des Kaisers neue Kleider. Und wieso? Wir haben uns auch nicht getraut, etwas zu sagen. Wie die Leute, die dem Kaiser, der durch die Stadt geritten ist, nicht sagen wollten, dass er nichts anhat. Weißt du, du hast recht. Aber nackt waren wir dank Mode, Mike, ja nicht. Gott sei Dank. Stimmt, Benny. Meine Katzenkekse sind zu trocken, mein Thunfisch schmeckt zu fischig und seht euch mein altes Halsband an. Ich traue mich schon gar nicht mehr in die Öffentlichkeit. Und weit und breit kein Ärger in Sicht. Ich hasse es, wenn alle glücklich und zufrieden sind. Ja. Angora, jetzt hör endlich auf. Ja, bitte. Ich weiß nicht, was ihr beiden habt. Ich sage doch nur ganz klar und deutlich die Wahrheit. Du sagst nicht die Wahrheit, Angora. Du beschwerst dich. Das ist ein Unterschied, weißt du? Nein, das weiß ich nicht. Worin liegt dieser Unterschied, wenn ich fragen darf? Sich zu beschweren. Auch meckern genannt? Weil einem irgendetwas nicht passt, ist eine Sache. Aber jemanden in Gefahr zu bringen, weil man den Mund nicht aufmacht, ist etwas ganz anderes. Ich glaube, du hast mich sehr gut verstanden, Angora. Angora, pass auf! Oh. Ha 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 ha!